Erst 14 Jahre jung und bereits ein Genie, Aidan Dwyer aus New York. Er sprach erst letzte Woche vor 26.000 Zuhörern beim Weltenergiegipfel in Abu Dhabi. Seine Mission? Er möchte die Welt retten. Das sagen zumindest die Zeitungen und vergleichen ihn bereits mit Steve Jobs. Seine Idee? Ein Solarbaum. Er soll um 20% mehr Energie einfangen als die herkömmlichen Solarzellen. Die Idee dazu ist ihm bei einem Waldspaziergang gekommen. Wenn Bäume es schaffen, so viel Sonnenlicht einzufangen, müsste das doch mit Solarzellen auch funktionieren. Also baute er einen Baum, bei dem die Solarmodule in alle Richtungen abstehen. Ich hatte die Hypothese, dass es die Hauptaufgabe von Blättern ist, Sonnenlicht für die Photosynthese umzuwandeln und sie deshalb besonders viel Licht auffangen können. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, entwarf und baute ich mein eigenes Solarmodell nach dem Vorbild einer Eiche. Das Modell des 14-Jährigen hat hohe Wellen geschlagen, vor allem in Wissenschaftskreisen. Und natürlich gibt es auch schon zahlreiche Kritiker. Denn das Modell ist noch nicht perfekt ausgereift, aber schließlich arbeitet der junge Weltverbesserer schon hart daran. Und zwar gemeinsam mit einem Forschungszentrum in Kanada. Von den Vorteilen seines neuen Modells ist der Teenager jedenfalls überzeugt. Es wäre brauchbar für die Wintermonate, in denen die Sonne niedrig steht und es braucht weniger Platz im städtischen Raum. Es fällt seltener Schatten darauf, ebenso ist es bei Schnee, Regen und Schmutz. Und es sieht viel schöner aus. Ja, schöner aussehen tut es tatsächlich. Mit seiner Idee begeistert das Genie die Welt und das schon mit 14 Jahren. Ein neuer Steve Jobs oder doch der Justin Bieber der Wissenschaft? In Zukunft werden wir sicher noch öfter von Aidan Dwyer hören. Thanks.